zehn Gebote unseres Herrn in einer Kurzversion. Keine anderen Götter hab neben mir, vor keiner Statue beuge dich hier. Missbrauche nicht Gottes heiligen Namen, den Sabbat halte nicht wie die Profanen. Gib Vater und Mutter die Ehre und Mord von deinen Händen wehre. Von Unzucht halt dich fern und rein und stiehl nicht, was dem anderen sein. Zum Lügen lass dich nicht verleiten, deines Nachbarn eigen sollst du meiden. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Joggler 66, Stunde der Wahrheit. Dies ist heute dann die 11. Lesung aus dem Buch von Martin Luther, wieder das Papsttum zu Rom, vom Teufel gestiftet. Manchmal kann einem das passieren, dass man Dinge sagt, dass man gar nicht merkt, wie blöde man ist und wie verkehrt man ist. Weil irgendwie funktioniert da eine Drehung im Gehirn nicht ganz richtig. Ich hatte zu Anfang dieser Buchlesung gesagt, dass ich mich darüber freue, dass ich hier ein Buch von Martin Luther in Händen halte, das zwar im 16. Jahrhundert deutsch geschrieben ist, von der Art des Aussprechens des Deutsches her und des Schreibens, aber dass das halt in arabischer Schrift gemacht ist, womit ich natürlich meinte lateinische Schrift. Ja. Arabische Zahlen, die gebrauchen wir, und lateinische Schrift. Ich wollte damit nur deutlich machen, dass ich diese altdeutsche Schrift, die wir ja auch kennen, da gibt es auch einen ganz bestimmten Namen für, der fällt mir jetzt, glaube ich, gerade nicht ein. Aber wenn das nicht einfällt, dann kann man ja halt eben mal nachschauen. Und das habe ich auch gerade getan. Das heißt Frakturschrift. Ja. So nennt man diese altdeutsche Schrift im Grunde. Und die ist natürlich ein wenig schwieriger zu lesen als diese moderne, halt lateinische Schrift, die wir gebrauchen. Ja, wieso komme ich nicht auf Latein? Ist natürlich auch irgendwo logisch, ne? Latein ist eine tote Sprache, ist die Sprache des Antichristen, die Sprache aus Rom, da will man sich ja auch nicht mit assoziieren, aber das ist nun mal die Sprache, die Schrift, die wir gebrauchen, die lateinische Schrift, und es sind arabische Zahlen. Also, lacht euch mal ruhig die nächsten Teile darüber, oder die anderen Teile darüber kaputt, dass ich das immer gesagt habe. Jetzt in Lesung 11 kann ich das rechtsetzen, und von daher vielen Dank an den Zuschauer, der auf dem Video des ersten Teils dieser Lesung, von was ich vom Papst, dem verfluchten Antichrist, gehalten habe, das geschrieben hat. Also vielen Dank nochmal. Kann ich das zumindest jetzt im 11. Teil hier gerade biegen. Ne? Aber es sind halt solche Sachen, das passiert mal, als ob man irgendwie wirklich einen Aussetzer hat oder sowas. Na, kann passieren, ne? Wir sind alles nur Menschen. Und glaubt, jeder macht mal irgendwo einen Fehler. Und solche Fehler sind ja nun nochmal nicht gerade furchtbar schlimm, dass man die Schriftnamen verwechselt. Also Frakturschrift heißt das Altdeutsche, und wir lesen heute die moderne lateinische Schrift und haben arabische Zahlen, um das nochmal eben deutlich zu sagen. Gut, die kleine Einleitung hierzu, das musste mal eben sein. Dann fahren wir jetzt fort, in dem Buch zu lesen auf Seite 67. Und ich nehme mir hier schon mal das englische Buch auch mit zur Hand, weil ich weiß, dass es hier und da Dinge gibt, die ich da nachschlagen möchte. Das habe ich ja schon gesagt, die Fußnoten, die in dem englischen Buch sind, die sorgen hier und da für eine Erklärung, wenn man Dinge im Deutschen mal nicht versteht. Und da wollen wir mal anfangen hier. Das wäre jetzt also, wer das Englische auch gerne hat, auf Seite 351 im Englischen, aber auf Seite 67 im Deutschen, fahren wir dann fort mit der 11. Lesung jetzt. Die übrigens den Titel tragen wird, alle Welt ist frei, nichts vom Papst zu halten, noch zu wissen. Martin Luther sagt, aber es ist Gottes Gnade in solchem großen Zorn nicht gar ausgewesen und hat den Teufel nicht lassen reden mit ganzer freier Zungen, sondern hat sie gebunden, dass er durch den Papst mit halber und schwerer Zungen hat müssen stolpern, stammeln und lallen, damit seine Auserwählten ein Zeichen und Warnung hätten, daran sie merken könnten, dass der Teufel im Papst wohnte und durch ihnen redet, die Schrift mit seinem Lallen so schändlich ausleget, die Welt zu verführen. Ein ganz wichtiger Satz, mit dem Martin Luther hier anfängt. Man kann merken, wie der Papst vom Teufel eingegebene Worte und Falschheiten redet, sich die Bibel so schändlich auslegt, wie Martin Luther hier sagt, wenn man die Bibel daneben hat, um sie daneben zu halten, um das zu kontrollieren.
was sagt der Papst und was sagt die Bibel. So, das können die Leute aber auch erst dank Martin Luther. Ja? Er hat nämlich halb Europa mit seiner Bibelübersetzung damals freigemacht. Er hat dafür gesorgt, dass die Leute die Bibel überhaupt erst in ihrer eigenen Sprache mal zur Verfügung hatten. Die gab's davor nicht. Und deswegen nochmal, Martin Luther, herzlichen Dank für die Arbeit, die du da für uns alle geleistet hast. Das hat uns freigemacht. Dass man eben hier merkt, dass der Teufel im Papst wohnet und dass der Teufel durch den Papst redet, weil er die Schrift mit seinem Lallen so schändlich auslegt und alle Welt verführt. Denn der Teufel, so fährt er fort, muss es ja also machen, dass er einen Stank hinter sich lasse, dadurch man wisse, er sei dagewesen. Ah, der liebe Herr Christus hat anders zu tun mit dem Spruch, weide meine Schafe, denn dass er einen Papst oder Teufel wider sich und seine Kirchen damit stiften wollte, wie es auch der römischen Kirchen fromme, heilige Bischofe, ehe der Papst in aller Teufel Namen zu Rom aufstund, gehalten und gelehret haben. Denn er redet mit St. Petro und spricht, Simon Johannes, hast du mich lieb? Welches Wort der Papst Clemens als seine Gift gar weislich schweigt, so weide meine Schafe. Hier ist klar, dass, wer die Schafe Christi weiden soll, der müsse Christum lieb haben. Oder ob er weiden könnte und tät's nicht aus Liebe, so geht ihn doch der Spruch nicht an, der die Liebe und Lust zu Christo fordert. Hie helft nu und helfet alle Teufel aus der Helle eurem Papst. Dieser Spruch will ihm das Herz abstoßen, darauf er hoch pochet und sich gründet. Denn wo er Christum nicht liebet, so ist er nicht Papst, wie sie selbst müssen sagen, weil sie diesen Spruch für sich führen. Solange er nun nicht beweiset, dass er Christum lieb habe, kann er nicht weiden noch Papst sein und ist alle Welt frei, nichts vom Papsttum zu halten noch zu wissen. Wie auch der Titel dieses Videos ist. Alle Welt ist frei, nichts vom Papsttum zu halten noch zu wissen, weil der Papst nicht das Wort Gottes spricht, sondern weil der Papst genau das umgekehrte Wort Gottes spricht. Messen wir alles, was der Papst spricht, an der Bibel, dann kommen wir zu dem Schluss, dass er nicht mit der Autorität der Bibel spricht, mit der Autorität Gottes Wort spricht, sondern dass er von sich selbst spricht. Genau das, was Jesus den Pharisäern und Sadduzäern zu seiner Zeit vorgehalten hat, dass sie ihre eigene Tradition und Lehre über dem Wort Gottes halten. Ja? Und da gibt es ja nun genügend Verse im Neuen Testament, wo man das nachschauen kann, wo Jesus den Sadduzäern und Pharisäern das vorwirft. Und mein Freund Tom Frest wird öfter mal gefragt, sag mal Tom, wer sind denn die Pharisäer und die Sadduzäer von heute? Ja, ist doch ganz einfach. Die Pharisäer und die Sadduzäer von heute, 2017, sind die Priester und die Hierarchie der römisch-katholischen Kirche und aller anderen Organisationen, die ihr angeschlossen sind. Das sind die Pharisäer und Sadduzäer im Modernen, was sie vor knapp 2000 Jahren zu Zeiten Christi auch waren. Alle Welt ist frei, nichts vom Papsttum zu halten noch zu wissen. Ja, warum sollte man jemanden hinterherlaufen, der einem Lügen erzählt? Es steht geschrieben, dass die Schafe die Stimme des Schäfers kennen. Ja, wenn ich die Schafe des Schäfers kenne, dann laufe ich nicht dem falschen Schäfer hinterher, sondern von dem falschen Schäfer sollte ich weglaufen. Und das ist dieser Schäfer, zwischen Anführungsstrichen, der seinen Hirtenstab mit sich trägt, ja, mit dem Lamm Gottes da oben drauf, mit einem Kreuz in der Mitte, mit einem Malteserkreuz darin. Ja. Der Papst, der Antichrist der Bibel. Und alle Welt ist frei, nichts vom Papsttum zu halten noch zu wissen. Der Papst hat keine Macht durch Lügen. Nur wenn ich die Lüge glaube, hat er Macht. Also muss ich aus der Lüge rauskommen. Und deswegen schreibt der Herr
in seinem Wort, in Offenbarung 18, Vers 4, kommt heraus aus ihr, mein Volk, dass ihr nicht teilhabt an ihren Lügen. Und dass ihr nicht empfanget von ihren, teilhabt von ihren Sünden. Und dass ihr nicht empfanget von ihren Plagen. Denn Gott hat ihre Übertretungen sich erinnert. So ungefähr steht es in Deutsch da. Ich weiß jetzt nicht genau, aber, ne? Das ist die englische Übersetzung so ungefähr. Alle Welt ist frei, nichts vom Papsttum zu halten, noch zu wissen. Weil der Papst kann nicht weiden, weil der Papst nicht beweisen kann, dass er Christum lieb habe. Und wie beweise ich, dass ich Christum lieb habe? Ich halte die 10 Gebote. Alle 10. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir, du sollst dir keine Abbildung machen und dich niederbeugen zu ihnen. Und wie viele Bilder muss ich hier jetzt in das Video einkleben und euch zeigen, dass der Papst sich niederkniet zur Maria, um nochmal zu zeigen, wie er das zweite Gebot schändet, abgesehen von all den anderen Geboten, die er schändet. Er ist nämlich der Antichrist und nicht der Christ. Ja? Deswegen ist alle Welt frei, nichts vom Papsttum zu halten. Denn er hat sich hier in diesem Spruch selbst durch sein eigen Maul und Urteil gefangen, verurteilt, verdammt, vom Papsttum gestürzt, dass er gar nichts ist, fährt Martin Luther fort. Da siehe aber mal, wie Gott die Weisen in ihrer Eigenklugheit erhaschet, dass sie sich in ihrer Weisheit betun müssen. Der Spruch Matthias 16, wie wir droben gehört, drauf sich der Papst gründet, stürzet in den Abgrund. Also tut dieser Spruch auch, dass ich abermal nicht wüsste, wie ich einen Spruch finden sollte, der den Papst mächtiger stürzete. Darum heißt es mit der Schrift Noli mi tangere, lass die Schrift mit Frieden, wenn du, wie wir im Johannes 20, Vers 17, nicht willst den rechten Sinn suchen und lass sie umgedreht, oder sie wird dich in Abgrund des höllischen Feuers und hie auf Erden in alle Schande drehen, wie hie den Papst geschieht. Sie ist ein verzehrend Feuer, wenn du meinest, wie wir in Hebräer Kapitel 4, Vers 12 lesen können, wenn du meinest, du habst sie gefangen für deinen Verstand, so bist du zu Aschen verzehret, ehe du dich umsiehst. Was hat der Papst nun gewonnen an diesen zwei Sprüchen? Erstlich, dass ewige höllische Feuer. Zum anderen ewige Schande hier und dort, als der erfunden ist öffentlich ein Fälscher der Schrift, ein Lügner, ein Gotteslästerer, ein Schänder aller Apostel und ganzer Christenheit, ein verlogener Bösewicht und Tyrann über Kaiser, ein Tyrann über Könige und alle Welt, ein Dieb, ein Schalk und Räuber, beide der Kirchengüter und der weltlichen Güter. Ja, wer will's alles erzählen? Solches alles hat er durch diese zween Sprüche getrieben und ausgerichtet, wie es ist am Tage. Weiden heißt hier nicht, wie der Papst Teufel deutet, Papst sein, Oberherr sein, Gewalt haben und Christen unter sich zwingen, Kaiser mit Füßen treten, Könige und Bischöfe mit Eidspflichten fangen und unter sich werfen, dem Türken und dem Teufel stehen solche Werke zu, sagt Luther hier in Klammern. Sondern es heißt den großen Dienst, dass man das Evangelium und Glauben predige oder mit Ernst schaffe zu predigen und also die Kirchen auf den Fels baue. Matthäus 16, schaffe zu predigen und also die Kirchen auf den Felsbau, wie aus Matthäus 16, wie wir das kennen, den Seelen mit der Taufe und Sakrament helfe, schelte und straffe die Unrügigen, wie wir im 1. Thessaloniker Kapitel 5, Vers 14 lesen, wie Paulus sagt, die Ungezogenen, tröste die Kleinmütigen, trage die Schwachen, habe mit jedermann Geduld. Idem, lobe und danke Gott ohn Unterlass. Idem, wie wir in Epheser 5, Vers 20 und 1. Thessaloniker 5, Vers 17 lesen, bete fleißig für alle Welt und führe ein züchtig Leben zum guten Exempel, also guten Beispiel. 1. Petrus, Kapitel 5, Vers 2, dass also durch seinen Dienst oder Weide viel selig werden. Ja,
Solche Hirten will der Herr haben. Aber das wird niemand tun. Er habe den Christum lieb. Darum ist's gar ein groß Wort. Petre, hast du mich lieb, so weide meine Schafe. Denn sie sind teuer, solche Hirten, und nicht so gemein, als die zweifüßige Puffel und Papstesel zu Rom. Luther fährt fort im nächsten Absatz auf Seite 68 mit einem sehr, sehr wichtigen Satz. Sonderlich, sagt er, weil man solchen großen Dienst soll umsonst tun, wie Matthäus im 10. Kapitel, Vers 8 sagt, umsonst habt ihr's, umsonst gebet's. Der Satz geht noch weiter, aber ich möchte hier kurz eine Sache einführen. Ich versuche mich immer fernzuhalten von irgendwelchen YouTube-Kanälen oder Webseiten, wo eine der ersten Sachen ist, die sie tun, um Geld bitten. Spende auf PayPal, Spende hier, Spende da. Daran merkt man, dass solche Leute nichts freiwillig zu geben haben. Und in der Bibel steht es drin, wie wir hier lesen in Matthäus 10, Vers 18, wollen wir eben schauen, wie das jetzt in der Lutherbibel selbst heißt, außer jetzt diesem kleinen Gebiet 10, Vers 8, was wir jetzt gerade hier in dem Buch gelesen haben. So heißt es in der Lutherbibel, machet die Kranken gesund, reiniget die Aussätzigen, wecket die Toten aus, treibet die Teufel aus. Umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gebet es auch. Es ist nun mal furchtbar wichtig, dass man sich hier auch nochmal Matthäus 6 eben erinnert. In Matthäus 6 haben wir ja nicht nur das Vaterunser, sondern in Matthäus 6 steht ja auch drin, dass da, wo unser Herz ist, auch unser Schatz ist. Ich finde das einen zu wichtigen Teil in der Bibel, dass ich da jetzt mal eben so drüber hinweggehe. Es steht geschrieben, und lass uns mal eben anfangen auf Matthäus 6, Vers 19. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, da sie die Motten und der Rost fressen und da die Diebe nachgraben und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, da sie weder Motten noch Rost fressen und da die Diebe nicht nachgraben noch stehlen. Denn wo euer Schatz ist, da ist auch euer Herz. Und deswegen halte ich mich immer fern von YouTube-Kanälen und sonstigen, die immer gleich fragen, nach Geld zu geben. Ich hab's auch nicht leicht finanziell, wie ihr von anderen Videos von mir bereits wisst, aber ich vertraue auf den Herrn, dass er für mich sorgt, dass ich dieses Ministerium weitertragen kann. Ich bitte keine anderen Leute dafür, mich zu unterstützen. Das ist vielleicht hier und da ein wenig schwer, aber der Punkt ist, wenn man von jemandem bezahlt wird, dann muss man demjenigen auch nach dem Schnabel reden. Und ich rede nur nach dem Schnabel des Heiligen Geistes, der mir das eingibt. Ich habe das bekommen, diese Gabe, gratis, und gratis gebe ich das auch weiter. Wenn ich diese Gabe habe, um diese Lesungen zu machen und Erklärungen darüber abzugeben, die biblisch sind, dann ist mir das gratis vom Heiligen Geist gegeben und dann gebe ich das auch gratis weiter. Das ist meine Pflicht, finde ich. Deswegen muss man immer vorsichtig sein, wenn man sich mit Leuten assoziiert, die immer gleich nach Geld fragen, ja. Wie gesagt, Matthäus 18, Vers 21. Wie steht das jetzt hier? Ich habe das schon wieder zugemacht. Denn wo euer Schatz ist, da ist auch euer Herz. Und da geht es im Grunde hier ja auch gerade drum, was wir jetzt gerade eben hier gelesen haben. Also nochmal den Satz hier anfangen. Sonderlich, sagt Martin Luther, weil man solchen großen Dienst soll umsonst tun. Wie er in Matthäus 10 sagt, umsonst habt ihr's, umsonst gebet's. Das ist, man soll durchs Predigamt nicht Geiz, Ehre, Wollust, Gewalt suchen auf Erden, wir haben droben im Himmel reichen Lohn. Ohne dass die Christen wiederum auch umsonst sollen ihre Hirte nähren und ehren um Christus willen, wie in Matthäus 10, Vers 10 er da selbst sagt, esset und trinket, was bei ihnen für Handen ist. Denn ein Arbeiter ist seines Lohns wert. 1. Korinther, Kapitel 9. Der Herr hat verordnet, dass die, so am Evangelio dienen, sich vom Evangelio sollen nähren.
Nicht als verkäuften sie und die Christen käuften von ihnen das Evangelium, sondern alle beide sollen's umsonst und um Christus willen tun. Diese predigen und jene nähren. Der Schatz ist zu groß, kann keinen Kauf noch Hantierung leiden, wie es im weltlichen Stand sein muss. Und das noch mehr ist. Nicht allein umsonst sollen die Hirten weiden, sondern auch der Propheten Lohn dafür gewahrten, wie hier der Herr zu Petro in Johannes 21, Vers 17 und fortfolgende sagt, zum Exempel aller anderen sagt, Petre, hast du mich lieb, so weide meine Schaf. Der Lohn, so du hier auf Erden dafür gewahrten sollt, wird dieser sein, da du jung warest, gürtetest du dich selbst und gingest, wo du hin wolltest. Wenn du aber alt wirst, wird dich ein anderer gürten und dich führen, da du nicht hin willst. Ende Zitat. Da siehe, lieber Gesell, was es sei. Die Schafe Christi weiden, umsonst dienen und predigen das Evangelium und dafür gewarten, dass wir gegürtet und geführet werden, das ist Leib, Weib, Kind, Gut und alles in die Fahrt zu setzen und wogen. Wer will das tun, er habe denn Christum lieb, und tu es um seinen Willen. Ein Geizhals, Ehrsüchtiger und Bauschknecht wird's wohl lassen. Also haben die Apostel und Propheten geweidet, idem der römischen Kirchen heilige Bischofe Fabianus, Cornelius, Sixtus und ihresgleichen, haben ihr Blut darüber vergossen und sind Märtyrer geworden. Hier habe ich mir eine kleine Fußnote gemacht, dass ich im Englischen auf Seite 354 die Fußnote euch mal eben vorlesen möchte, weil es hier um die Namen geht, wo Luther aufzählt, die heiligen Bischofe Fabianus, Cornelius, Sixtus und ihresgleichen. Und da geht es in Fußnote 254 in dem englischen Buch drum. Da steht nämlich drin Sixtus der Zweite in 258 und dann später San Giovanni in Laterno wurde gepriesen als die Mutterkirche. Ist er das hier? Ah ne, hier, da. Entschuldigung, ich habe verkehrte Fußnote. Römische Bischöfe, welche gemartert wurden, also den Martyrertod starben, durch Exekution durch Verfolgung unter den römischen Kaisern Decius in 250 bis 51 und danach Fabian in 250, Cornelius der Erste in 253 und Sixtus der Zweite in 258. Das sind also hier die Bischöfe Fabianus, Cornelius, Sixtus und ihresgleichen. Das sind Bischöfe der römischen Kirche in der Zeit vor dem 4. Jahrhundert, vor der Zeit, wo Konstantin eben das Christentum entführt hat und das römische heidnische Reich unter dem Christentum versteckt hat, wie man das auch sagen kann. Ja? Das ist in der Zeit davor passiert, in den 250er Jahren nach Christus. Und damals waren etliche von diesen Bischöfen, die hier aufgezählt waren, noch, ja, wie kann man das jetzt am besten ausdrücken? Also ich will es mal so sagen. Im Vergleich zu den Bischöfen heute waren das noch rechte Christen. Ob sie es damals auch waren in dem Sinne von der Bibel, im Sinne vom apostolischen Sinn, wie die Apostel es selbst waren, weiß ich nicht. Da habe ich jetzt auch keine Lust, diese verschiedenen Namen hier jetzt deswegen zu studieren. Wir wissen, dass die frühen Kirchen alle ihren Abfall hatten und das können wir nachlesen in der Offenbarung. Wenn wir die ersten Kapitel der Offenbarung lesen, da straft Jesus Christus jede ihrer Kirchen und warnt jede ihrer Kirchen vor dem Abfall, der da reinkommt. Und die Kirchen wurden geleitet von Bischöfen und diese Bischöfe, die Luther hier aufzählt, waren halt zu der Zeit auch da. Aber damals wurden die noch wirklich verfolgt von den römischen Kaisern. Und wir wissen ja, dass zwischen 303 und 313 die 10 Jahre Trübsal kommt, die in Offenbarung 2 ist es, glaube ich, geschrieben steht. Und danach kam dann die Anerkennung von Konstantin des Christentums als Staatsreligion im heidnischen Rom. Bis dahin wurden eben auch die Bischöfe verfolgt von den römischen Kaisern. Nicht nur die Bischöfe, sondern die ganze Christenheit. Ja, das ganze Christentum wurde schwer verfolgt in den ersten Jahrhunderten. Bis sie gemerkt haben,
Wir können das auch wie verfolgen, wie wir wollen. Wenn wir 100 erschlagen, stehen 1000 auf. Und wenn wir 1000 erschlagen, stehen 10.000 auf. Wir müssen uns was anderes einfallen lassen. Und dann kam Konstantin. Aber es ist eine andere Geschichte. Jedenfalls, Luther fährt hier fort, dass er sagt, also haben die Apostel und Propheten geweidet. Idem der römischen Kirchen heilige Bischöfe, Fabianus, Cornelius, Sixtus und ihresgleichen, haben ihr Blut darüber vergossen und sind Märtyrer geworden. Also weiden wir jetzt auch. Denn der Papst und seine Rotten haben unser Viel in diesen 20 Jahren gegürtet und geführt zum Feuer, zum Wasser, zum Schwert, zum Kerker, zum Land aus, von Haus und Hof, Weib und Kind, allein um des Weidens und Evangeliums willen, und hören noch nicht auf. Denn sie haben uns schon längst alle zum Tod verdammt. Allein um solches Weidens willen, hoffen ängstlich des Stündlins, ob's einmal Gott verhängen wollt, dass sie, wie sie oft heftig versucht, uns alle miteinander, samt unseren Fürsten, mit Landen und Leuten, Schulen und Kirchen, also möchten gürten und führen, dass man mit einem Federwisch hinach kehren könnte. In solcher Gefahr müssen wir gleichwohl sitzen und solchen bitteren, giftigen, teuflischen Zorn, Zehen blecken und Messer zucken, an ihnen sehen, wissen und gewarten. Tun wir das um Geld und um Guts willen, um Ehre und fleischlicher Lust willen, so sind wir die unsinnigsten Leute, so die Sonne über 5500 Jahren beschienen hat, das ist von Anfang der Welt her. Diesen Satz möchte ich noch mal lesen. Tun wir das, sagt Luther. Tun wir das um Geld und Guts willen, um Ehre und fleischlicher Lust willen, so sind wir die unsinnigsten Leute, so die Sonne über 5500 Jahren beschienen hat, das ist von Anfang der Welt her. Ach, wenn Kaiser und Könige auch einmal wollten Christen sein und dem Herrn Christo einen Dienst tun, wie sie wohl schuldig wären, und mit dem Papst verschaffen, dass er müsste ein Bischof der römischen Kirchen sein, wie die gewesen sind, so vor dem Papsttum nicht Päpste, sondern rechte Bischofe gewesen sind, wie droben genennet, und ihn dahin halten, dass er dem Spruch »Weide meine Schafe«, idem »Baue meine Kirche auf den Fels«, müsste genug tun, nämlich weiden und bauen, weil er so fast solchs begehrt und rühmet, darauf euch gewarten der hellen Pforten stürmen oder des Gürtels und Führens, da er nicht hin wollte. Und damit er zum Anfang nicht zu hoch beschweret würde, wäre es genug, dass er seine oberste Pfarrkirche zu Rom, St. Johann Lateran, für sich nehme, da selbst zu weiden anfinge, oder doch für sich einen Hirten dahielte und versuchte, was da wäre, Christi Schafe weiden und des Gürtels gewarten. Was gilt's? Er würde nicht eine Stunde, auch nicht eine Seele weiden wollen, der jetzt alle Welt weiden will, und verflucht alle, die sich nicht wollen lassen weiden, so doch die Welt schreiet und rüfet nach solchen Hirten, die da weiden können. Und der Herr Christus selbst klagt, es mangele ihm an solchen Hirten. Zitat, groß ist die Ernte, spricht er, aber wenig sind, Matthäus 9, Vers 38, Arbeiter. Bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter sende in seine Ernte. Ende Zitat. Ja, freilich, die ganze Welt steht offen, wer nur weiden wollte, wie St. Paulus sagt, in 1. Timotheus 3, 1, wer ein Bischofsamt begehrt, der begehrt ein köstlich Werk. Man darf sie nicht zwingen. Sie rufen, laufen und suchen, die Christen meine ich, die gern selig werden. Solche Hirten und können ihr nicht genugsam finden. Denn auch die Bürger und Bauern jetzt sagen, was soll ich meinen Sohn lassen studieren? Er wird ein Bettler, muss ein Pfarrherr werden. Ebenso mehr lasse ich ihn ein Handwerk lehren oder Kaufmann werden. Wohlan, wird auch die Kirche und Schule
Wohlan wird auch die Kirche und Schule Wüste von Gottes Wort, so mügens die hier und am jüngsten Tage verantworten, so zu solcher Verwüstung Ursach gegeben haben. Es sei mit Raub der Kirchengüter oder mit Abhaltung der Kinder von den Schulen oder womit du es hinderst oder hindern hilfst, Gott der Vater, Sohn, Heiliger Geist zeugen, dass die Schafe weiden, sei ihm das liebste Werk. Darum der Sohn sei Mensch geworden und sein Blut vergossen, dass die Leute sollen selig werden. Wer das Werk tut oder dazu hilft, welches ohne Schulen und Kirchen nicht kann geschehen, der soll ein großer Heiliger im Himmel sein, mit den Patriarchen, Propheten, Aposteln, Martern und allen Heiligen. Gilt das nichts bei dir und hast des kein Hoffnung noch Glauben? So verhänge dir Gott, dass du ein Papst, Kardinal oder römische Stuhls geliehen werdest, so hast du, was du haben sollt. Ja, spricht der Papst, so verstehe ich das Weiden nicht. Liebes Jungferlin Bäbslin, wie verstehst du es dann? Also, ich meinet, dass ich unter St. Peters Namen wollt alle Könige und alle Welt schrecken, dass sie sich unter mich zu weiden und mir zu dienen ergeben und ich dadurch ein Herr der Welt würde und also das alte römische Reich zu Rom wieder aufrichte, mächtiger und größer weder es gewesen ist zur Zeit Augusti oder Tiberi und ich der rechte römische Kaiser hieße, Herr aller Herren, König aller Könige, Apostelgeschichte 19, wie mir meine Propheten sagten. Ja, ja, Jungfer Bäbslin, bist du da zerrissen, so flicke dich der Teufel und seine Mutter. Fürchtest du dich aber nicht für Gott, dass er dich um solcher schändlicher Verfälschungen und Lästerungen willen, seiner Wort möchte mit Blitz und Donner vom Himmel durch die Erden in Abgrund der Höllen senken? Bon profacit miser porco, Glück für mich, meinet der Todesbringer in seiner Hartnäckigkeit, dass wir solche Narren sein, als ihr seid, und solche Geucherei und Narrenteilung von Gott und eurem toten Christo glauben wollen. Ei, warum führest du dann seine Wort vom Fels, vom Schlüssel und vom Weiden? Ei, lieber es ist besser Bestien regieren, denn vom Bestien regiert werden. Weißt du nicht, wer Meißen fahren will, muss ein Meißenbein pfeifen. Und wer einen Christen fahren will, muss reden lernen wie ein Christ. Darum müssen wir euch, Bon Christian, bei eurem Glauben ergreifen, dabei kann man auch euch deutscher Bestien halten und führen, wo und wie wir wollen, wie man die Bären führet bei dem Ring in der Nasen, dass ihr uns nicht abermal über den Kopf wachset und mit uns spielet, wie euer Vorfahren, die Gotten, Longobarden und etliche Kaiser getan haben. Gremerze, Mr. Assine, por la bon informatione, satanissime Papa. Herr Esel, gute Information, satanischer Vater, scherzt Luther hier und beendet diese kleine Disputation mit dem Papst. In diesem letzten Absatz ging es also darum, dass einerseits Luther Fragen stellt und andererseits der Papst antwortet. Ja, spricht der Papst, das ist auf Seite 70 der letzte Absatz, so verstehe ich das Weiden nicht, wie wir davor bereits gelesen hatten. Also sagt Luther, liebes Jungferlin Bäbslin, wie verstehst du es denn, das Weiden? Papst, also ich meinet, dass ich unter St. Peters Namen wollt alle Könige und alle Welt schrecken, dass sie sich unter mich zu weiden und mir zu dienen ergeben, und ich dadurch ein Herr der Welt würde und also das alte römische Reich zu Rom wieder aufrichtige, mächtiger und größer, weder es gewesen ist zur Zeit Augusti oder Tiberi, und ich der rechte römische Kaiser hieße, Herr aller Herren, König aller Könige, wie mir meine Propheten sagten. Luther? Ja, ja, Jungfer Bäbslin, bist du da zerrissen, so flicke dich der Teufel und seine Mutter.
Fürchtest du dich aber nicht für Gott, dass er dich um solcher schändlicher Verfälschungen und Lästerungen willen seiner Wort möchte mit Blitz und Donner vom Himmel durch die Erden in Abgrund der Hellen senken? Der Papst antwortet: Bon profacit, miser porco. Glück für mich. Meine Hartnäckigkeit, dass wir solche Narren seien, als ihr seid, und solche Geucherei und Narrentäling von Gott und eurem toten Christo gläuben wollen. Luther: Ei, warum führest du denn seine Worte? Die Worte Christo vom Fels, vom Schlüssel und vom Weiden. Papst: Ei, lieber es ist Bestien regieren, denn von Bestien regiert werden. Weißt du nicht, wer Meißen fahren will, muss ein Meißenbein pfeifen. Und wer einen Christen fahren will, muss reden lernen wie ein Christ. Darum müssen wir euch, Bon Christian, bei eurem Glauben ergreifen. Dabei kann man euch deutsche Bestien halten und führen, wo und wie wir wollen, wie man die Bären führet bei dem Ring an der Nasen, dass ihr uns nicht abermal über den Kopf wachset und mit uns spielet, wie eure Vorfahren, die Goten und die Longobarden und etliche deutsche Kaiser getan haben. Luther: Gremerze, Mr. Assine, por la bon informatione satanissime papa. Was heißt, Herr Esel, gute Informationen, satanischer Vater. Also mit anderen Worten, Herr Esel, danke für die guten Informationen, du satanischer Vater. So beendet Luther diese kleine Dissertation mit dem Papst. Ein ziemlich wichtiger Punkt, den der Papst hier in diesem Gespräch anführt, was natürlich hier von Luther in dem Buch geschrieben ist, ist ja nicht, dass der Papst das selbst sagt, aber er meint es ja natürlich: Und ich, der rechte römische Kaiser, hieße Herr aller Herren, König aller Könige, wie mir meine Propheten sagten. Das ist also genommen aus Offenbarung 19, Vers 16. Jesus Christus ist natürlich der Herr aller Herren, der König aller Könige. Und wie davor eben auch steht, und sich mir zu ergeben denen, und sich mir zu dienen ergeben, und ich dadurch ein Herr der Welt würde. Und also, hört gut zu, das alte römische Reich zu Rom wieder aufrichtige, mächtiger und größer, weder es gewesen ist zur Zeit Augusti oder Tiberi. Da spricht Martin Luther schon von der, zwischen Anführungsstrichen, neuen Weltordnung. Weil die Reformation hat bereits tiefe Risse gegraben in die Macht des Papstes. Und der Papst will eben hier wieder Herr der Welt werden und das alte römische Reich wieder aufrichten, mächtiger und größer, als es jemals war, nämlich heute, global. Luther spricht hier bereits von der sogenannten neuen Weltordnung, wo wir ja wissen, das ist nur eine Wiederherstellung der alten Weltordnung, aber eben diesmal auf globaler, auf weltweiter Ebene. Ich finde diese kleine Unterredung zwischen dem Papst und Luther super interessant. Ende Seite 70 findet ihr das, wenn ihr das eigene Buch habt. Müsst ihr euch vielleicht nochmal ruhig durchlesen, um es noch besser zu verstehen. Könnte man fast ein eigenes Video drüber machen. Fand ich wirklich eine tolle Unterhaltung. Aber gut, wir fahren fort jetzt auf Seite 71 oben. Wohlan, wenn ich Kaiser wäre, sagt Martin Luther, wüsste ich wohl, was ich tun wollte. Die lästerlichen Buben allesamt, Papst, Kardinal, alles was päpstlich gesinnt, zusammenkoppeln und gürten, nicht weiter, denn 3 Meile weg von Rom, gehen Ostia führen, denn ungegürtet und ungeführet würden sie nicht gehen, dahin sie nicht wollten. Da selbst ist ein Wässerlin, das heißt lateinisch Mare Tyrrheneum, das ist das Mittelmeer zu dem Punkt da, ein köstlich Heilbad, wider alle Seuche, Schaden, Gebrechen, päpstlicher Helligkeit, aller Kardinell und seines ganzen Stuhls. Da selbst wollte ich sie säuberlich einsetzen und baden. Und ob sie sich wollten fürchten für dem Wasser, wie gemeiniglich die besessene und wahnsinnige Leute das Wasser scheuen, wollte ich ihnen zur Sicherheit mitgeben den Fels, darauf sie ihre Kirche gebaut ist, auch die Schlüssel, damit sie alles binden und lösen können, was im Himmel und Erden ist, auf dass sie dem Wasser zu gebieten hätten, was sie wollten.
Dazu sollten sie auch den Hirtenstab und Keule haben, damit sie das Wasser möchten ins Angesicht schlagen, das im Maul und Nasen blutet. Zuletzt sollten sie auch die Weide mit sich haben, zum Labetrunk und zum Lusttrunk im Bade. Alle Dekret, Dekretal, Sexti, Clementin, Extravaganti, Bullen, Ablass, Butter, Käse, Milchsbriefe an den Hals gehängt, damit sie allenthalben sicher wären. Was gilt's? Wenn sie eine halbe Stunde in demselben Heilbade hätten gebadet, es sollte alle ihre Seuche, Schaden und Gebrechen ablassen und aufhören, da wollte ich Bürge für sein und meinen Herrn Christum zu Pfande setzen. Es ist mir dies Büchlein zu groß unterhanden worden. Und wie man sagt, das Alter ist vergessen und wes Schicht ist mir vielleicht auch also geschehen. Wie wohl des Papsttums teuflischer Gräuel an sich selbst ein unendlich aussprechlicher Wust ist, so hab ich doch, hoffe ich, wer ihm will sagen lassen, für mich selbst bin ich's gewiss, das erste Stücke, so ich droben fürgenommen, ob's wahr sei, dass der Papst über die Christenheit das Häupt, über Kaiser, Könige, alle Welt sei, so klärlich und gewaltiglich ausgeführt, dass, Gottlob, kein gut christlich Gewissen anders glauben kann, denn dass der Papst nicht sei, noch sein kann, das Häupt der christlichen Kirchen, noch Statthalter Gottes oder Christi, sondern sei das Häupt der verfluchten Kirchen aller ärgsten Buben auf Erden, ein Statthalter des Teufels, ein Feind Gottes, ein Widersacher Christi und Verstörer der Kirchen Christi. Ein Lehrer aller Lügen, Gotteslästerung und Abgöttereien, ein Erzkirchendieb und Kirchenräuber, der Schlüssel, der Güter, beide der Kirchen und der weltlichen Herren, ein Mörder der Könige, ein Hetzer und zu allerlei Blutvergießen, ein Hurenwirt über alle, Hurenwirte und aller Unzucht, auch die nicht zu nennen ist, ein Wiederchrist, ein Mensch der Sünden und Kind des Verderbens, ein echter Bärwolf. Wer das nicht will glauben, der fahre immerhin mit seinem Gott, dem Papst. Ich, als ein berufener Lehrer und Prediger in der Kirchen Christi und die Wahrheit zu sagen schuldig bin, hab hiemit das meine getan. Wer stinken will, der stinke, wer verloren sein will, der sei verloren. Sein Blut sei auf seinem Kopf. Das ist ein beinahe Endplädoyer, Schlussplädoyer, das Martin Luther hier ein paar Seiten vor Ende des Buches bereits hält. Ja? Das sollte man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich lese es nochmal. So wichtig ist mir dieser kleine Teil. Es ist mir dies Büchlein zu groß unterhanden worden, und wie man sagt, das Alter ist vergessen und wäschicht, das mir vielleicht also auch geschehen. Also, das Buch ist ihm mehr oder weniger über den Kopf gewachsen, sagt Luther hier. Wie wohl des Papsttums teuflischer Gräuel an sich selbst ein unendlich aussprechlicher Wust ist, so habe ich doch, hoffe ich, wer ihm will sagen lassen, für mich selbst bin ich's gewiss, das erste Stücke, so ich droben fürgenommen, ob's wahr sei, dass der Papst über die Christenheit das Haupt über Kaiser, Könige, alle Welt Herr sei, so klärlich und gewaltiglich ausgeführt, dass, Gottlob, kein gut christlich Gewissen anders glauben kann, dann dass der Papst nicht sei, noch sein kann, das Häupt der christlichen Kirchen, noch Statthalter Gottes oder Christi, sondern sei das Häupt der verfluchten Kirchen aller ärgsten Buben auf Erden, ein Statthalter des Teufels, ein Feind Gottes, ein Widersacher Christi und Verstörer der Kirchen Christi. Der Papst ist ein Lehrer aller Lügen, Gotteslästerung und Abgöttereien, ein Erzkirchendieb und Kirchenräuber, der Schlüssel aller Güter, beider, der Kirchen auf der einen, der weltlichen Herren auf der anderen Seite, ein Mörder der Könige und Hetzer und allerlei, zu allerlei Blutvergießen,
ein Hurenwirt über alle Hurenwirte und aller Unzucht, auch die nicht zu nennen ist, ein Widerchrist, ein Mensch der Sünden und Kind des Verderbens, ein rechter Bärwolf. Wer das nicht will glauben, der fahre immerhin mit seinem Gott, dem Papst. Ich, als ein berufener Lehrer und Prediger in der Kirche Christi und die Wahrheit zu sagen schuldig bin, hab hiermit das meine getan. Wer stinken will, der stinke. Wer verloren sein will, der sei verloren. Sein Blut sei auf seinem Kopf. Wir wissen, dass in der Christenheit also getan ist, dass alle Kirchen gleich sind und nicht mehr, denn einige Kirche Christi in der Welt ist, wie wir beten. Ich gläube eine heilige christliche Kirche. Ursache ist diese. Denn es sei eine Kirche. Wo sie kann in der ganzen Welt, so hat sie kein ander Evangelium oder heilige Schrift. Kein ander Taufe und Sakrament, kein andern Glauben und Geist, kein andern Christum und Gott, kein ander Vater unser, Gebet und Gebet, kein ander Hoffnung und ewiges Leben, denn wir hier in unser Kirchen zu Wittenberg haben. Und sind ihre Bischofe unseren Bischofen und Pfarrherren und Predigern gleich, keiner des anderen Herrn noch Knecht, haben einerlei Sinn und Herz, und alles, was zur Kirchen gehört, ist alles gleich. Ohne das, wie 1. Korinther Kapitel 12, Verse 8 und fortfolgende, Römer 12, Vers 3, 1. Korinther hier sagt, ein Prediger oder auch wohl ein Christ stärkeres Glauben sein kann, andere und mehr Glauben hat, denn der andere. Als einer kann besser die Schrift auslegen, dieser besser regieren. Dieser besser predigen, dieser besser die Geister richten, dieser besser trösten, dieser mehr Sprachen haben und so fort. Und hier möchte ich mal eben die Lutherbibel zur Hand nehmen, von 1545, wie ihr ja inzwischen wisst, und lese dann gleich mal aus dem Korintherbrief, was wir hier gelesen haben. 1. Korinther, Kapitel 12 und dann ab Vers 8 und fortfolgende, so wie ihr hier liest, lese ich das mal eben aus der Bibel fort. Aber ich lese nicht ab Vers 8, ich lese ein wenig früher, weil es geht im Grunde um das ganze Korinther 12 Kapitel hier. Wir fangen an beim 1. Korinther 12, Vers 1. Von den geistlichen Gaben aber will ich euch, liebe Brüder, nicht verhalten. Ihr wisset, dass ihr Heiden seid gewesen und hingegangen zu den stummen Götzen, wie ihr geführet wurdet. Darum tue ich euch kund, dass niemand Jesum verfluchet, der durch den Geist Gottes redet. Und niemand kann Jesum einen Herrn heißen, ohne durch den Heiligen Geist. Es sind mancherlei Gaben, aber es ist ein Geist. Es sind mancherlei Ämter, aber es ist ein Herr. Und es sind mancherlei Kräfte, aber es ist ein Gott, der da wirket alles in allen. In einem jeglichen erzeigen sich die Gaben des Geistes zum gemeinen Nutzen. Einem wird gegeben, durch den Geist zu reden von der Weisheit, dem anderen wird gegeben, zu reden von der Erkenntnis nach demselbigen Geist. Einem anderen der Glaube in demselbigen Geist, einem anderen die Gabe gesund zu machen in demselbigen Geist. Einem anderen Wunder zu tun, einem anderen Weissagung, einem anderen Geister zu unterscheiden, einem anderen mancherlei Sprachen, einem anderen die Sprachen auszulegen. Dies aber alles wirket derselbe einige Geist und teilet einem jeglichen seines zu, nachdem er will. Denn gleich wie ein Leib ist, und hat doch viel Glieder, alle Glieder aber eines Leibes, wiewohl ihrer viel sind, sie sind doch ein Leib, also auch Christus. Denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leibe getauft, wir seien Juden oder Griechen, Knechte oder Freie, und sind alle zu einem Geist getränket. Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. So aber der Fuß spräche, ich bin keine Hand, darum bin ich des Leibes Glied nicht. Sollte er um des Willen nicht des Leibes Glied sein? Und so das Ohr spräche, ich bin kein Auge,
Darum bin ich nicht das Leibesglied. Sollte es des Willen nicht des Leibesglied sein? Und wenn der ganze Leib Auge wäre, wo bliebe das Gehör? So er ganz Gehör wäre, wo bliebe der Geruch? Nun aber hat Gott die Glieder gesetzt, ein jegliches sonderlich am Leibe, wie er gewollt hat. So aber alle Glieder ein Glied wären, wo bliebe der Leib? Nun aber sind der Glieder viele, aber der Leib ist einer. Es kann das Auge nicht sagen zu der Hand, ich bedarf dein nicht, oder wiederum das Haupt zu den Füßen, ich bedarf euer nicht, sondern vielmehr die Glieder des Leibes, die uns dünken, die Schwächsten zu sein, sind die Nötigsten. Und die uns dünken, die Unehrlichsten sein, denselbigen legen wir am meisten Ehre an, und die uns übel anstehen, die schmücket man am meisten. Denn die uns wohl anstehen, die bedürfen's nicht. Aber Gott hat den Leib also vermenget und dem dürftigen Glied am meisten Ehre gegeben, so dass nicht eine Spaltung im Leibe sei, sondern die Glieder füreinander gleich sorgen. Und so ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit, und so ein Glied wird herrlich gehalten, so freuen sich alle Glieder mit. Ihr seid aber der Leib Christi und Glieder, ein jeglicher nach seinem Teil. Und Gott hat gesetzt in der Gemeinden aufs Erste die Apostel, aufs Andere die Propheten, aufs Dritte die Lehrer, danach die Wundertäter, danach die Gaben, gesund zu machen, Helfer, Regierer, mancherlei Sprachen. Sind sie alle Apostel? Sind sie alle Propheten? Sind sie alle Lehrer? Sind sie alle Wundertäter? Haben sie alle Gaben, gesund zu machen? Reden sie alle mit mancherlei Sprachen? Können sie alle auslegen? Strebet aber nach den besten Gaben, und ich will euch noch einen köstlicheren Weg zeigen. Soweit 1. Korinther, Kapitel 12. Und das fand ich hierbei mal ganz wichtig, um das mit einzuführen. Luther erwähnt hier, ohne dass, wie im 1. Korinther 12, Verse 8 fortfolgende, sagt, ein Prediger oder auch ein Christ stärkeres Glauben sein kann und so weiter und so weiter. Ich finde es wichtig, mal das ganze Kapitel der Korinther hier zu lesen, wie ich gerade eben getan habe, um deutlich zu machen, worum es denn wirklich geht und dass wir das heute auch richtig und vernünftig verstehen. Okay? Nun, fahren wir noch eben fort in dem Buch. Aber solche Gaben machen keine Ungleichen noch Herrschaft in der Kirchen. Ja, sie machen wohl keinen Christen. Bei Matthäus 7, Vers 22 liest man das ja auch, sondern muss zuvor Christ sein. Aber der Papstesel will in der Kirche Herr sein, ob er wohl kein Christ ist, nichts gläubt, nichts mehr kann, denn farzen wie ein Esel. Der Papst interessiert sich nicht für das gerade Gesagte, was im 1. Korintherbrief, Kapitel 12, Verse, ja, wie ich vorgelesen habe, das ganze Kapitel steht. Er interessiert sich nicht für das, was in Römer 12, 3 steht. Es interessiert ihm nicht, was in Matthäus 7, Vers 22 fortfolgende steht. Der Papstesel will in der Kirche Herr sein, obwohl er kein Christ ist, nichts gläubt, nichts mehr kann, denn farzen wie ein Esel. Ja, höre St. Peter selbst, der noch ein Apostel ist. Nicht des Papst Peter, welcher ist der hellische Teufel unter St. Peters Namen, wie des Papst Christus ist des Teufels Mutter unter Christus Namen, sondern den rechten, heiligen St. Peter, der schreibt in seiner Episteln zu seinen Bischöfen im 1. Petri, Kapitel 5, Vers 1 und fortfolgende, das werde ich dann auch mal eben hier aufmachen, 1. Petrus, habe ich gesagt, Kapitel 5, ja, und da steht dann drin, die Ältesten so unter euch sind, ermahne ich, der Mitälteste und Zeuge der Leiden, die in Christo sind und teilhaftig der Herrlichkeit, die offenbart werden soll. Weidet die Herde Christi, so euch befohlen ist, und sehet wohl zu, nicht gezwungen, sondern williglich, also freiwillig, nicht um schändlichen Gewinnswillen, sondern von Herzensgrund, nicht als die über das Volk herrschen,
sondern werdet Vorbilder der Herde, so werdet ihr, wenn erscheinen wird der Erzhirte, die unverwelkliche Krone der Ehren empfangen. Also wenn Jesus Christus wiederkommt, wenn erscheinen wird der Erzhirte, das ist Jesus Christus. Desselbig gleichen ihr Jungen seid untertan den Ältesten, allesamt seid untereinander untertan und haltet fest an der Demut, denn Gott widerstehet den Hoffärtigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Ich lese jetzt nicht das ganze Kapitel vom 1. Petrus, vom 5, 1. Petrus 5 hier vor, das war jetzt genug. Es steht hier ja auch nur im Buch 1. Petrus 5, Vers 1 und folgende, das waren die ersten 5, das ist genug. Aber, nochmal eben den Satz hier wiederholen, wie des Papst, Christus ist des Teufels Mutter unter Christus Namen, sondern den rechten heiligen St. Peter, der schreibt in seiner Epistel zu seinen Bischöfen in Ponto, Galatia, Kappadokia, Asia, Bithynia also, Zitat, die Ältesten, habe ich ja gerade vorgelesen, so unter euch sind, vermahne ich, der Mittelste und Zeuge der Leiden, die in Christo sind und teilhaftig der Herrlichkeit, die offenbart soll werden, weidet die Herde Christi, so bei euch ist. Etc. Ende Zitat. Siehe da, St. Peter nennet sich einen mit Ältesten. Das ist einen mit Pfarrherr oder mit Prediger. St. Christo will nicht über sie schweben, sondern ihnen gleich sein, ob er wohl weiß, dass er ein Apostel ist. Denn das Predigeramt oder Bischofsamt ist das höchste, welches der Sohn Gottes selbst geführt hat. Und alle Apostel, Propheten und Patriarchen. Denn Gottes Wort und Glauben geht über alles, über alle Gaben und Personal. Das Wort Älteste, griechisch Presbyter, ist einmal ein Name des Alters, wie man sagt, ein Altmann. Aber hie ist's ein Name des Amts, weil man zum Amt genommen hat, alte und erfahrene Leute. Jetzt heißen wir's Pfarrherr und Prediger oder Seelsorger. Das waren nicht besonders viele Seiten, nur 5, aber das spielt keine Rolex. Wir sind jetzt bei knapp 57 Minuten und ich werde die Lesung hier beendigen, denn wir werden nächstes Mal auf Seite 73 das Anderstück beginnen. Ihr erinnert euch noch, wir hatten ja zu Anfang davon gesprochen, dass Luther sagte, welches ich mir zuvor will ausrichten, ehe mir die Kräfte gar entgehen, 3 Stück habe ich mir fürgenommen. 1, ob's wahr sei, dass der Papst Rom sei das Haupt der Christenheit, über Konzilia, Kaiser, Engel und alles andere etc., wie er sich rühmet. Ja? Das haben wir jetzt in diesem ersten Stück gelesen. Das erste Stück ging von Seite 22 bis Seite 72. Und im zweiten Stück, oder das andere Stück, wie er es hier nennt, da schreibt er, dass anders, ob's wahr sei, dass ihn niemand könne urteilen, richten, absetzen, wie er brüllet. Das ist das andere Stück. Und mit dem werden wir nächstes Mal auf Seite 73 in diesem Buch mit der 12. Lesung dann fortfahren. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag, Gottes Segen und möge er euch behüten und beschützen auf all euren Wegen. Jörg von Jockler 66, Stunde der Wahrheit, meldet sich ab und sagt Tschüss.